Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videotutorial zum Konzepttest thermisches Gleichgewicht. Wir widmen uns heute der Frage, was passiert, wenn ein System A mit 25 Grad und ein System B mit 35 Grad in Kontakt gebracht werden. Welche Aussagen treffen zu? A. Die beiden Systeme sind im thermischen Gleichgewicht. B. Ein für das System A exothermer Prozess läuft ab. C. Ein für das System B exothermer Prozess läuft ab. Oder D, Q von A ist gleich minus Q von B. Zur Beantwortung müssen wir uns zunächst die theoretischen Grundlagen vor Augen führen. Das heißt, zum einen müssen wir klären, was überhaupt ein thermisches Gleichgewicht ist. Treten zwei Systeme mit unterschiedlicher Temperatur in Kontakt, kommt es zu einem Temperaturausgleich. Danach herrscht überall im System die gleiche Temperatur. Es hat sich also ein thermisches Gleichgewicht eingestellt. Im Zusammenhang damit steht auch der nullte Hauptsatz, der die Temperatur als Größe einführt, die unabhängig von der Zusammensetzung des Systems ist. Der nullte Hauptsatz besagt also, wenn System A im thermischen Gleichgewicht mit System B ist und wenn System B im thermischen Gleichgewicht mit System C ist, ist auch System C im thermischen Gleichgewicht mit System A. Des Weiteren müssen wir zur Beantwortung klären, was Prozessgrößen sind. Prozessgrößen sind physikalische Größen bei Zustandsänderungen. Dazu zählen Wärme und Arbeit. Wärme und Arbeit sind Energieübertragungsarten und sie sind wegabhängig. Somit sollten wir nun noch klären, was exotherme und was endotherme Prozesse sind. Exotherme Prozesse sind gekennzeichnet durch Wärmeabgabe und werden mit einem negativen Vorzeichen versehen. Endotherme Prozesse sind gekennzeichnet durch Wärmeaufnahme und werden mit einem positiven Vorzeichen versehen. Kommen wir nun zur Beantwortung der Frage mit Hilfe der gerade geklärten theoretischen Grundlagen. Antwort A, die beiden Systeme sind im thermischen Gleichgewicht, ist demnach falsch, weil beide Systeme eine unterschiedliche Temperatur haben und sich im thermischen Ungleichgewicht befinden. Werden sie in Kontakt miteinander gebracht, findet ein Wärmeaustausch statt. Nach einer Weile erst kann man dann beobachten, dass sich eine einheitliche Temperatur eingestellt hat. Erst dann ist das System im thermischen Gleichgewicht. Antwort B, es findet ein für System A exothermer Prozess statt, ist ebenfalls falsch, weil Wärme in das System A reingeht, weil dieses mit 25 Grad das kühlere System ist. Somit ist der Vorgang nicht exotherm, sondern endotherm. Antwort C, es findet ein für System B exothermer Prozess statt, ist richtig, weil Wärme aus dem System B rausgeht, weil dieses System mit 35 Grad das wärmere System ist. Diesen Vorgang bezeichnet man als exothermen Prozess. Antwort D, Q von A ist gleich minus Q von B, ist richtig, da in System A Wärme aufgenommen wird und man diese Wärmeaufnahme mit einem positiven Vorzeichen kennzeichnet. Von System B wird Wärme abgegeben und diese Wärmeabgabe kennzeichnet man mit einem negativen Vorzeichen. Insgesamt wird genauso viel Wärme von System B abgegeben, wie Wärme von System A aufgenommen wird. Somit gilt Q von A ist gleich minus Q von B. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Antwort C und D richtig sind. Wenn zwei Systeme mit unterschiedlichen Temperaturen in Kontakt gebracht werden, kann man bei dem wärmeren System einen exothermen Prozess, also eine Wärmeabgabe, beobachten. Ebenso ist die abgegebene Wärmemenge von dem wärmeren System gleich der aufgenommenen Wärmemenge des kühleren Systems. Antwort A und B hingegen sind falsch. Antwort A ist falsch, weil sich das thermische Gleichgewicht erst nach einer Weile einstellt, nachdem der Wärmeaustausch stattgefunden hat. Und Antwort B ist falsch, weil man im kühleren System keinen exothermen, sondern einen endothermen Prozess beobachtet.